So Leute, hier wären wir wieder und hier muss man hoch für den Secret Exit des Games und dann da hochspringen. Relativ einfach, aber muss auch erstmal wieder drauf kommen. Das Einzige, wo man vielleicht hinweisen kann, ist, dass man da irgendwie hoch kann und dann ist es vielleicht auch offensichtlich, dass es dann hier hinter weitergeht zum Secret Exit von diesem Level. Und dann kommen wir zum nächsten Level, das wir bestreiten werden im heutigen Part mit Baby Pinky Yoshi, der ist nicht flauschig, der ist so, ja. Aber so ein Yoshi fühlt sich, glaube ich, so wie Gummi an. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie so ein flauschiges Fell haben. Ich glaube, keine Ahnung, ich denke, die haben schon so Gummi. Ja. Nicht realistisch. Aber wir werden sehen. So. Der Secret Exit führt uns zu einem weiteren Level, und zwar ein Unterwasser-Level. Ja, mein Mario-Level mit Unterwasser. Muss man immer haben. Unterwasser-Level sind die besten Level der ganzen Welt. Aber, ein kleinen Blooper-Beschuss. Ich glaube, wir haben sogar Vorteil, dass wir den Baby-Yoshi hier haben. Weil mit dem Baby-Yoshi können wir, glaube ich, unten im Wasser, also wenn wir tauchen, viel besser schwimmen, glaube ich. War das so? Ja, kann man. Oh ja, viel, viel besser. Dem können wir uns noch, glaube ich, gegen die Bloopers wehren. Nehmen wir die einfach aufpressen. Ja, Baby Yoshi. Kann ich... Ah ja, ich kann sogar hier mit Baby Yoshi dann so machen. Ja, perfekt. So, danke Baby Yoshi, also du bringst mir jetzt echt richtig viel hier gerade. Nein, ich will nicht sterben. So, hier rüber. Hier runter, Baby Yoshi, hier runter, hier runter. Bam, bam, bam. Nimm die Starcoin mit, perfekt. Blooper-Beschuss, was für Bloopers, Digga. Ich esse dir einfach hier einen Tintenfisch. Ich mag gar keinen Fisch eigentlich. Naja, außer Fischstäbchen halbwegs so. Hab ich auch seit Jahren nicht mehr gegessen, so. Baby Yoshi. Ich will dich schon mitnehmen. Also du bist hier meine einzige Waffe gegen die Bloopers, weil Bloopers sind ekelhaft. Also deswegen frisst die mal gerne weiter auf. Das hier. Kann ich da rein? Ich glaube wirklich, mit dem Baby Yoshi kannst du sogar gegen diese Strömungen ankommen. Das ist ja voll nice. Oh nein, die Blooper haben Kinder. Weg, weg, weg. Obwohl, warte. Oh, ich fress die Kinder auf. Oh, ich fress die Kinder auf. Oh, und die haben einfach... Oh mein Gott, ich bin ein Monster. Ich habe die Kinder einfach gefressen. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt, Yoshi. Oh mein Gott, ich misst. So. Na schade. Ich wollte eigentlich One-Up. Ich hab die Kinder gefressen. Oh Mann, und ich bin erstaunt, dass sie da... Obwohl, ich freue mich doch nicht so früh, weil ich glaube, das nächste Level, was wir spielen werden, wird ein Level, das mir sehr stark in Erinnerung bleibt. Und das erste Meme, kann man sagen, auf meinen Kanal gebracht hat, und zwar Mistkerl. Ja, wie es dazu gekommen ist... Ja, ich glaube, wir können es eventuell nochmal nachher selber sehen, wenn es passiert. Und wie immer gibt es den riesen Secret Exit, der zur Welt 1, zur Welt 5 führt. Und der ist gigantisch. Das ist das halbe Game einfach wahrscheinlich durch damit. Speichern nur natürlich. So, ja, Baby Yoshi, dann lass uns auf Abenteuerreise gehen. Und zwar nehmen wir nochmal den Eichelpilz mit. Danke. Stimmt, was ich auch gerne machen will, ist diesmal mit Luigi spielen, denn Luigi ist heute dran mit Island 5 Piranha auf und ab. Oh, stimmt, jeder hat eine eigene Lebensanzeige, das heißt, 99 könnten doch schwieriger werden, als ich dachte. So, diesen Piranhas, so. Bam, bam, obwohl, warte mal.
Und ich glaube, da unten ist keine Starcorn. Also, ich gehe jetzt mal davon mal aus. Wenn. Baby Yoshi, bleib mal hier, bitte. Ah, danke, dass du nicht wegkannst. Ich glaube, hier sind nur Münzen. Na gut. Dennoch wollte ich es wissen. Danke, du hältst mich richtig gut. Oh Mann. Ja, verpiss dich. Nein, egal. So. Geh weiter. So. So hier. Nein, 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 Baby Yoshi. Du musst den töten. Perfekt. Denn an dieser Stelle wurde mir von diesem scheiß Hammerbruder den scheiß Baby Yoshi entzogen. Unerhört. Mein armes Baby Yoshi. Wag es nicht, du bringst dich um. Sonst hätte es Folter gegeben nach der Aufnahme. Oh Gott. Weil ich keinen Bock habe, diese hier alle zu bekämpfen. Und ich habe keinen Bock, dass du gleich stirbst. Oh, zweites Starcoin, perfekt. So, Baby Yoshi. Und wir fliegen zurück. Yay. So, und rein da. Joa, ich nicht in den Rutschen. Ist unten irgendwas? Ich hoffe jetzt mal nicht. Oh nein, hier ist die Starcoin, perfekt. So, flieg, Baby Yoshi. Flieg. Ins Ziel. Perfekt. Und jetzt bin ich, glaube ich, schon beim Bosskampf. Okay, ist noch ein kleiner Mini-Boss von diesen Piranha-Pflanzen. Piranha-Battle. Und du, Baby Yoshi, hast doch bestimmt noch mehr Hunger. Nachdem du den ganzen Blooper-Kindern umgebracht hast, schöne Piranha aufgegessen hast, kannst du noch mehr Piranhas aufessen. Und vielleicht die da oben. Aber ich glaube, erstmal ein paar One-Ups ist eine gute Wahl. Aus diesen Kanonen kommen gleich jede Menge Münzen und ein One-Ups. Du brauchst die nur einzusammeln. Hast am Ende mehr als One-Ups als Bowser, hast du gewonnen. Wenn nicht, ja, habe ich einfach gar nichts. Eigentlich kann man schon ein ganzes One-Up bekommen, indem man einfach... Geil, ich stehe gerade auf 0. Geil, ich stehe immer noch auf 1. Ich stehe auf 0. Ich stehe auf 0, was ist das? Ja, hab ich das Gefühl, dass ich verkacken werde hier noch. Okay, ich habe 2 One-Ups wahrscheinlich plus gemacht. Ging besser, geht besser, Luigi. Was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Weiter geht's mit dem Piranha-Fight, die aus der Röhre kommen. Na, Piranha, wollen wir ein bisschen mein Baby Yoshi füttern? Ja, komm doch raus, komm doch raus! Oh, die wurden so niedergestreckt. Na, was bekommen wir in Stern? Freu dich, Baby Yoshi, du hast alles gemacht. Egal, weiter geht's. Auf zum ersten Boss der ganzen Spiel. Und zwar Lemmy. Das kindlichste im gesamten Koopaling-Pack. Und zwar mit Lemmys Pendelfestung. Okay, Lemmy. Stimmt. Baby Yoshis können gar nicht mit in Castle. Da war ja was. Was ich aber auch verstehen kann und auch ganz ehrlich gut finde. So. Eine Berührung mit der Lava und man ist instant tot. Und ich glaube, das sollten wir mal lassen. Ich glaube, man kann hier rein, genau. Kann ich mit etwas? Nein? Okay. Dann hier. Bam. Luigi, du regelst. Oh, die roten Münzen. Oh Gott, ich hab die. Okay, nee. Nein, 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 Luigi, du lass die roten Münzen. Die hast du eh verkackt.
Obwohl, die hätten wir fast noch sogar noch bekommen. Nee, auch rein, auch ein paar Münzen. Ja, nett. Brauchen wir aber nicht. So, hier runter müssen wir wahrscheinlich so. Bam, 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 bam. Ja, okay, die Starcoin sollte gar kein Problem sein. Nope, ist ja auch nicht. Schon das krass? Okay, vielleicht habe ich mich nach dem ersten Spiel oder den ersten zwei Toten eingespielt und ich bin jetzt auf Topform, dass wir den Boss ohne One-Hit vielleicht treffen. Das wäre schön. So, weiter geht's. Na, Lemmy, hast zwar so ein schönes Schiff, aber. Und schönes Castle. Aber Luigi. Ist gar nicht zu besiegen. Also, let's go. Hä, Lemmy. Werde Bälle. Oh, Kanonen. Ich bin eine Kanone, Lemmy, war. Naja. Wie wurde ich da jetzt schon wieder getroffen? Gebe ich ganz ehrlich zu. Wie wurde ich da schon wieder getroffen? Ganz kurz der Herzinfarkt, Leute. Dass er Lemmy mich echt noch besiegt. Was war das mal wieder für ein Gegner? Was war das für ein Gegentreffer, der zweite? Den ersten kann ich verstehen, aber der zweite, irgendwie ist der immer, wenn ich die Gegner treffe? Keine Ahnung. Egal, Lemmy, du bist tot, also verschwinde hier von Welt 1, die schöne, idyllische Wiese. Und lass uns weitergehen in die Brüllhitze in der Wüste. Ja! Alle Sternmünzen in Eichlein gesammelt, wofür es wohl gut ist. Werden wir wohl sehen auch später. So, weiter geht's in die Wüste, und zwar die Sandkuchenwüste. Sandkuchen nicht. Nee, Eiswürfel, Eis. Nee. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Welt verwechselt. Irgendeinen anderen. Ich dachte, die Eiswaffelnwüste. Irgendwie sowas dachte ich. Egal, Sandkuchenwüste 1, Teil der Gesichtsfelsen. Ui, die Gesichtsfelsen. Die kennen wir, glaube ich, jeder noch. So, Luigi, hopp, hopp. Wir sind dran. Und ich glaube, ich sollte mal den Baby Yoshi auch mal zurücklassen. Bist du mir bereit, Baby Yoshi? Aber für, du machst alles overpowered. Und das darf nicht passieren. Ich hoffe, das ist gar nichts und keine Starcoin wert. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Ja, okay, ist keine Starcoin wert. Hui. Ich wollte eigentlich springen, keinen Salto machen. Oder von diesen. Okay, den Eichelpilz bekomme ich leider nicht. Habe ich hier einen One-Up drin? Die Münzen! Nein, nur ein paar Münzen. Was ich auch ein nettes Detail finde, ist, dass diese Gesichtsfelsen mir immer folgen. Und ich glaube, dass wir wirklich den Dreier-Jump machen müssen. Kann das sein? Ja. Weil da oben ist eine Röhre. Ich weiß nicht, ob das eine Starcoin ist. Das ist natürlich blöd. Vielleicht hätte ich Baby Yoshi doch noch behalten sollen. Vielleicht schaue ich gleich nochmal zurück. Vielleicht bekomme ich ja noch einen. Aber ich glaube, wir haben echt die Starcoin jetzt verpasst. Aber ich glaube, wir bekommen halt echt keinen. Ne, wir bekommen keinen mehr. Wir bekommen keinen Eichelpilz. Ne. Spiel. Muss ich jetzt echt diesen einen Flughörnchen dafür schnappen? Den ich nicht geschnappt habe. Weil ich. Ja, da ist um. Da ist safe die zweite Starcoin.
Ah, guck mal, da kommt er, da kommt er, kommt er. Ah, ja, komm her. Wo hat der mich getroffen? Okay. Ist es so? Okay. Wenn du nicht willst, Luigi, vielleicht hol ich dich tot ran. Danke. Ah, mein Gott. Was für eine Starcoin. So. Bei der Starcoin wissen wir auch, wo die ist. Von daher. Skills sind gerade gar nicht vorhanden. Luigi, wo hast du deine Skills rausgeholt? Hast du die echt mal Lemmy? Naja, rausgeholt und jetzt sind die nicht mehr da? Luigi, du machst mich gerade klirre. Weißt du was? Geh einfach ins Ziel. Ne, ich glaube, Mario ist dran. Mario, dein Bruder. Ich glaube, der muss hier die Wüste rocken. Du machst gerade hier nur ein bisschen Alba halten. Luigi. Obwohl. Na, vielleicht lassen wir dich noch. Hui. Ein Hase. Passt doch gerade perfekt zu Ostern. Oh nein, wie schrecklich, so ein Typ hat mein Zeugs gemobbt und ist einfach damit abgehauen. Bitte, du musst mir helfen. So, hallo Mopsilein, na? Bist du ein bisschen auf Chloe gemacht? Ich glaube, da musst du mal die Polizei ein bisschen einstreiten. Das war mein absolut super mega Lieblingszeug und vielleicht werde ich es nie wiedersehen. Ich verstehe, warum hier du rumstehst. Du musst ihn folgen, Luigi, du bist die neue Polizei. Oh, fast hätte ich vergessen, wenn du mal echt eilig hast, spring einfach in die Röhre. Luigi, wirklich sollst du Polizei spielen? Dann los. Ich liebe diese Overworld. Und weißt, was ich gerade erst sehe, man sieht sogar wirklich die Bosse und Bum Bum auf der Weltkarte. War das an View-Teil auch schon so? Jetzt finde ich ja mega geil. Und Bowser Jr. auch. Oh. Habe ich nie wahrgenommen. Ich hätte dich zu. Egal. Dann fangen wir uns mal unseren Hasen. Den können wir schön heute braten noch zum Festtag. Ja, perfekt. So. Ich habe ja meinen Mopsi auch mit dem, ich glaube Fliegen. Ja, okay. Mopsi in unter 10 Sekunden gefangen. Perfekt. Naja, danke. Ich hab alles gemacht. Ohne Pier-Eichel. Die bekommst du auch wirklich nur, wenn man Mopsi fängt. Das heißt, so eine Special-Item. Man kann unendlich fliegen. Ob man es benutzen will? Naja. Vielleicht in der Sternwelt. So, dann würde ich sagen, Leute, das war, glaube ich, ein kürzerer Part. Aber wir machen im nächsten Part weiter in der Sandkuchenwüste. Ich glaube... Ich habe recht, weil irgendwie denke ich immer noch die Sandkuchen-Eiswüste. Ich weiß es nicht warum. Ich glaube, weil da Eis steht. Naja, egal. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, um den nächsten Part nicht zu verpassen in der Sandkuchenwüste. Obwohl Eis besser passen würde. Naja, ich würde sagen, bis dann und ciao, ciao.